Hallo und herzlich willkommen bei Kleingartenparadies. Wir wollen euch, oder ich will euch heute einfach mal unseren Kleingarten zeigen, ja, damit ihr mal seht, wo die ganzen Ideen wachsen und wo ich diese ganzen Tests und Versuche mache und versuche eben halt, ja, einige Pflanzen mit meiner Frau zusammen groß zu ziehen. Ja, viel Spaß dabei. So, wir fangen mal ganz hinten am Garten an. Hier hinten ist unsere Kompostabteilung. Hier sammeln wir ein grobes Holz drin. Ja, das heißt, das sind alle mögliche, teilweise überwiegend unbehandeltes Holz. Ja, hier ist unsere Rumpelecke. Diese ganzen Koniferen, die ihr hier seht, die werden noch alle demontiert, beziehungsweise die werden alle rausgenommen. Nicht rausgenommen, sondern die werden halbiert alle, weil die sind zu hoch. Unsere Nachbarn haben dort hinten immer ihr Kartoffelacker und die kriegen natürlich zu wenig Licht. Gut. Ja, das ist auch unsere Grundstücksende eben halt. Das ist, läuft wie gesagt spitz zu. Wir haben sozusagen ein Dreieck. Hier sind unsere drei Komposte. Die haben wir alle erstmal heute schön leer gemacht dieses Jahr und auf die Beete verteilt und auch neue Komposte, sag ich mal, neu erstellt. Hier haben wir unser Grasschnitt. Ja, wir haben das eben halt, ihr seht, da unten sind gleich so die groben Sachen, wie man eben halt einen Kompost schichtet. Findet ihr auch einen Artikel auf unserer Homepage. Und ja, das haben wir eben halt nach diesem Stil gemacht. Ja, hier sollte es mal ein Versteck werden für einen Igel. Ich habe hier einfach mal so einen alten Restzaun genommen. Da drin habe ich grobe Wurzeln reingetan und Laub reingetan. Aber ich glaube, das ist schon so weit verrottet. Aber es war mal so ein Unterschlupf für einen Igel gewesen. Wir hatten hier einen Igel gehabt. Jetzt versteckt sich da bestimmt irgendwas anderes. Ja, hier haben wir noch dreimal einen Kompost. Das ist sozusagen, was hier oben drauf sind, die Ausbeute von heute. Ja, das sind Bio-Bananen, die drauf liegen. Und so weiter und so fort. Und Kaffeefilter, Kaffee. Und ich glaube, das ist aber leider kein Bio-Kaffee. Deswegen tun wir es immer nur speziell auf ein bzw. zwei Komposte, die nur für die Blumen sind zum Beispiel. Ja, was haben wir hier? Ich glaube, das ist Porree, glaube ich. Porree. Ich bin auch noch nicht so ganz auf dem Laufenden. Meine Frau hat das heute dieses Jahr alles ausgepflanzt, weil ich noch andere Projekte hatte. Ja, hier haben wir noch ein Beet. Die beiden Beete hier, die ihr hier seht, die haben wir neu gemacht. Das heißt, das sind neue Projekte. Hier sollte zuerst ein Gewächshaus entstehen, aber ich habe das nachher anders gelöst. Ja. So, dann geht es hier weiter mit unserem Kartoffelacker. Da haben wir auch, wir versuchen viel in Hochbeeten zu machen. Ne? Also die beiden Beete, das sind auch keine Komposte, das sind ja eigentlich normalerweise Komposte. Da haben wir jetzt einfach Erde reingetan. Darunter ist ein alter Kompost, wie gesagt, ne? Und das ist noch alles geschichtet und so weiter, wie ein richtiger Kompost. Und das wird nachher nächstes Jahr natürlich richtig absacken. Na, ihr seht ja jetzt hier schon den Höhenunterschied. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Beet. Ich muss ein bisschen schneller machen. Ihr wolltet nicht so langes Video oder ich mache das in zwei Teilen. Mal gucken. Ja, hier haben wir unser Kartoffelacker. Das wandert bei uns immer, wie es eben halt sein muss. Kommen richtig gut, die Kartoffeln. Sorte kann ich euch auch nicht sagen. Da gibt es nochmal ein spezielles Video, wo ich mich nochmal mit den Sorten speziell beschäftige. Ja, hier haben wir in der Mitte so einen Gang gelassen. Und das soll es gewesen sein. Hier ist ein Fass. Da haben wir immer Blumen drin. Ja, hier kommen wir hier, das sind die Maibeeren. Da haben wir auch schon welche dran, wenn ihr das mal, ja, seht ihr das? Diese Maibeeren, die sind hier. Dann haben wir hier, jetzt muss ich gucken, was das überhaupt ist. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, was es ist. Wir haben hier so viel verändert und umgepflanzt. Ich glaube, das ist aber noch ein Apfelbaum, glaube ich, bin ich der Meinung. Säulenapfel oder das sind Kirschen hier vorne, die beiden. Das ist eine Kirsche, eine Frühkirsche. Das ist eine Kirsche und das sind alles Apfel. Das ist ein Apfelsäulenbaum. Unsere Johannisbeer, noch ein Apfelbaum. Hier sind sogar noch schon Äpfel dran. Da haben wir auch schon welche gegessen von diesem Kram. Hier sind auch nochmal Maibeere und noch eine Maibeere. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich bin der Meinung, das ist aber auch noch ein Apfelbaum. Werde ich aber sonst noch mal korrigieren. Gut, hier haben wir eine Aprikose, die ist richtig, also so hoch war die noch nicht gewesen. Die geht echt ab wie Espenlaub. Wir haben es hier alles einen Tick zu eng gepflanzt, wie ich das glaube ich mal vermuten lasse. Aber wir werden die natürlich alle stutzen. Die ist letztes Jahr auch schon geschnitten. Letztes Jahr? Oder dieses Jahr? Nee, dieses Jahr hatten wir die geschnitten. Und sind wir ein bisschen spät dran gewesen, aber man sieht, die tragen auch schon vereinzelt Früchte. So, hier haben wir unsere Kiwi hier vorne mit den Wein zusammen. Kiwi, kann ich sagen, ist bestimmt schon 8 Jahre alt. Das ist die Kiwi, ich glaube Jenny hieß sie. Das soll angeblich ein Hybrid sein, also sprich, die sich natürlich selbst da irgendwie
befruchtet. Ich hätte bis jetzt noch keine Blüte gehabt. Warum, weiß ich nicht. Werde ich mich dies Jahr noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, mit pH-Wert und so weiter und so fort. Ja, und da ich mich nicht mehr auf diesen Baumärkten-Kram verlasse, weil ich hätte im Baumarkt gekauft, habe ich jetzt hier unten eine weitere Kiwi rausgepflanzt und boah, schauen wir mal, ob die beiden sich gut verstehen nachher. Ne? Ja, hier haben wir unseren Wein, der kommt ziemlich gut, da hatten wir schon mal sehr viel Ertrag gehabt und ja, es geht hier auch schon wieder los. Der wächst ohne Ende und bisher sind leider immer unsere die Wespen zuvor gekommen. Wir hatten, glaube ich, einmal ziemlich gut geerntet und das andere Mal waren die zu sauer gewesen und da haben wir eben halt, wie gesagt, ja, die Wespen haben uns nachher einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dieses Ranggitter muss ich hier auch nochmal neu machen. Das bricht hier weg. Das ist, glaube ich, alles 8 Jahre alt oder sowas. Ne? Also das ist, nach der Zeit geht das natürlich kaputt. Na, aber der Wein, der kommt hier ziemlich gut, finde ich. Ja, gut. Hier haben wir eine Stachelbeere. Und ich muss dich ganz ehrlich sagen, die haben wir von unseren Vorgängern übernommen. Und das ist eine ziemlich leckere Stachelbeere. Die wird nachher auch ziemlich dunkel. Also die wird... Und die hatten unsere Vorgänger, wie gesagt, genommen und die schmeckt richtig geil. Die kriegt aber nach der Ernte, kriegt die nachher von uns einen neuen Platz. Ja, da kriegt sie einen ziemlich sonnigen Platz. Also sagen wir so, die wird ins gerechte Licht reingerückt. Ja, hier zwischen den Koniferen Wein und da hinten die Aprikose und hier noch dieser Holzkompost. Nee, die hat einen besseren Wegplatz verdient. So, hier haben wir ein Blumenbeet. Hier mische ich mich nicht mit ein. Blumen sind so meine Frausding. Und das Gemüse hat sie leider dieses Jahr auch gemacht, weil ich wirklich beruflich ziemlich doll eingespannt war und leider einen anderen Schwerpunkt setzen musste. Ja, das Einzige, was hier noch zwischen ist, sind doch meine Leberblümchen. Darauf bin ich richtig stolz, aber die hatten schon geblüht. Das sind, glaube ich, nur noch, das waren 3 Stück mal gewesen. Jetzt hat dieses Jahr nur noch eine geblüht. Die mögen ja so einen Waldboden. Ja, müssen wir noch mal schauen. Hier ist unsere Asia-Ecke. Ja, die haben wir noch nicht auf Vordermann gebracht. Das ist das nächste Projekt. Wir hatten schon ein bisschen Unkraut gezogen. Ja, wie gesagt, unsere Asia-Ecke. So, wenn wir uns umdrehen bei der Asia-Ecke, haben wir hier unser... Ich fühle mich so ein bisschen gegen die Sonne. Ich hoffe, das funktioniert. Ihr seht was. Unser nächstes Beet. Hier haben wir Spargel. Moment, hier sind die ganzen Abschnitte von Spargel. Das seht ihr, glaube ich, hier. Und... Hier auch, da alles Abschnitte vom Spargel. Da habe ich mir jetzt, ich glaube insgesamt, konnte ich mir dieses Jahr schon 7 Stangen, glaube ich, konnte ich mir, glaube ich, schon zu Leibe ziehen. Und das ist grüner Spargel, wie gesagt, deswegen auch keine Häufchen. Ist sehr, sehr lecker. Hier ist unser Stathetenzaun. Ja, wunderbar. Wie gesagt, was das hier alles im Einzelnen ist, erkennt ihr sicherlich, da kommen Kartoffeln noch raus. Das sind doch irgendwelche, die noch, weil hier letztes Jahr das Kartoffelbeet war, sind wohl einige vergessen ausgegraben worden und die kommen natürlich jetzt und suchen sich ihren Weg. Hier hinten habe ich, oh, da hinten kommt sogar noch ein Spargel. Meine Herren, habt ihr ein Glück. Seht euch das doch mal an. Da kommt der nächste Spargel. So, und wenn ich dann nächste Woche oder in der Woche komme, dann ist er bestimmt 20 cm. Tja, so hoch ist er bestimmt. Und dann wird er wieder, ich sage jetzt mal, geköpft. Der war nämlich, muss ich lügen, der war vorhin nicht da gewesen, den habe ich vorhin nicht gesehen. Der muss heute im Laufe des Tages gekommen sein. Na, wahrscheinlich habe ich ihn nur übersehen, aber hier war mal eine ganze Reihe gewesen. Ich hatte insgesamt 9 Pflanzen und irgendwie kommt das hier alles, keine Ahnung, ein wenig weg. Hier ist noch was ausgesät, deswegen hatten wir hier hinten wohl keine, immer da wo hinten, wo die Messer sind, das macht meine Frau immer, ich kann euch das ja mal zeigen. Ja, eigentlich steht da was drauf, da beschriftet sich das mit einem wasserfesten Stift und dann weiß man immer, was da ist und deswegen kann ich euch jetzt momentan nicht helfen. Da hinten ist noch einer, wenn ihr das da hinten seht, das weiße. Ja, so läuft das hier. So, dann gehen wir weiter. Ja, hier ist noch so ein bisschen anderes Zeugs. Dann haben wir hier unser Kreisbeet. Hier war früher ein riesengroßer, da wo die Ameisen Menschen sind. Da hatten wir früher hier einen Apfelbaum, einen richtig alten. Der hat aber nur, ich glaube, 5 Jahre lang nur richtig verpilzte Äpfel abgeworfen. Dann haben wir irgendwann gesagt, dann machen Steinen wir ihn runter, vielleicht erholt er sich ja. Dann haben wir das umfunktioniert, dass die Kinder schaukeln konnten und so weiter und so fort. Aber es ist, sag ich mal, ja,
der ist nachher uns, sag ich mir, zu lästig geworden, haben gesagt, nee, das bringt nichts, wir haben den nachher einfach abgesäbelt. So, dann geht's weiter. Hier an unserem Haus, das ist dann wieder so ein schönes Blumenbeet mit Gräsern drin, glaube ich. Ne? Ich glaube, Gräser sind hier auch irgendwo drin. Und so weiter und so fort. Ja, das ist soweit hier die Ecke. Denn da sind wir jetzt sozusagen vorm Haus. Ich will nicht zu viel für euch zeigen hier mit dem Haus und den ganzen Kram, weil ich keine Besucher möchte, sag ich jetzt mal. Na, also vielleicht können wir uns irgendwann mal welche besuchen, wer möchte, aber dann bitte vorher anmelden. Ja, hier haben wir Rosen drin, hier haben wir Heide, hier Kraut drin, hier Heide ist hier, diese Stockrosen, nee, wie heißen die nochmal, diese obigen Dinger da, keine Ahnung, komme ich jetzt nicht drauf. Und wie gesagt, hier ist noch Verschiedenes, also hinten ist ein Steinbeet, da seht ihr mal, das ist ziemlich schon überwuchert, das Steinbeet da hinten, da müssen wir auch nochmal ran. Ja, und hier ist sozusagen unsere Ecke, wo wir denn uns sitzen, hier schon Kies für unsere Asia-Ecke, die haben wir schon, sag ich mal, geholt, um die wieder frisch zu machen, und unser abgegrenzter Zaun. Ja, also Sichtschutz sozusagen. Und hier diese ganzen Koniferen, also das ist eine ganz lange Hecke, die hätten unsere Vorgänger mal ausgepflanzt, die werden natürlich zur Hälfte, sag ich mal, geköpft. Gut, weiter geht's. Ja, hier ist die Rückseite des Asia-Beetes. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier noch eine, ich glaube, Pfirsich ist das hier. Hier hat die Kräuselkrankheit. Na? Hier hat die Kräuselkrankheit. Und so, und da hinten ist ein riesengroßer Rabe, kriege ich gerade zu sehen. Gucken, ob wir das da vielleicht rankriegen. Wahnsinn, ne? Naja, gut, okay. So, hier ist unser Wildblumenbeet. Das haben wir, das war dieses Jahr überwuchert gewesen mit Gras. Das mussten wir komplett neu abstechen. Und ja, jetzt kommt hier Forzilia. Da habe ich immer damals die Kinder mit geärgert. Also Forzilia ist das. Und noch andere Wildblumen. Hier haben wir, glaube ich, eine, das weiß ich jetzt auch nicht genau, was es ist, aber das ist auf jeden Fall was Leckeres. Ja, dann haben wir hier unsere Hunde und unser Hundenapf und so weiter und so fort. Hier ist unsere Wasserstelle und hier geht es weiter zum nächsten Beet. Ja, das soweit nachher erstmal mehr. Hier geht es weiter mit dem nächsten Beet. Hier ist unsere kleine Sitzecke und das war übrigens ist der Stamm hier von unserem Apfelbaum. Ja, habt ihr das auch mal gesehen. Ja, hier sind unsere Zwetschgen bzw. Pflaumenbäume, Bäumchen. Das sind die hier, da haben wir auch was dran. Da könnt ihr mal kurz gucken hier. Seht ihr das da vorne? Da ist was dran. Und dann geht's weiter. Hier ist unser Hund. Hier waren Zucchini drin gewesen. Die sind leider von den Schnecken komplett zerfressen. Wir haben jetzt hier die rote Mormel. Das weiß ich rein zufällig ausgepflanzt. Ja, hier haben wir noch ein kleines Beetchen. Hier haben wir Erbsen, Bohnen. Nee, Bohnen sind das hier. Bohnen sind das. Und die ranken hier hoch. Das sind hier so Rankhilfen, die ich gebaut habe. Dafür gibt es auch nochmal auf unserer Homepage eine Bauanleitung. Hier sind die Rankhilfen für unsere Stangenbohnen und so weiter und so fort. Und hier ist unser Pflanztisch. Ja, da kommt nachher so ein PVC drauf. Und dann können wir den Dreck auch wegmachen. Ja, das, die beiden Buchsbäume hier, dieser hier und dieser, die kommen raus und dann kommt da noch was Essbares hin. Aber eins nach dem anderen. So. Hier haben wir eine Johannisbeere. Dann haben wir hier, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier eine Blaubeere, Johannisbeere, Blaubeere, jede Menge Grünzeug, sage ich jetzt einfach mal. Und hier haben wir eine, die wird richtig schön dick und fleischig, ist aber nicht mein Favorit, noch eine Stachelbeere. Ja. Hier haben wir dann wieder Zwiebel. Das haben wir hier Petersilie, dann haben wir hier Möhre, nochmal Petersilie und da hinten ist, glaube ich, achso, hier ist, das hatte ich ja noch ausgepflanzt hier, na, die roten Kugeln, wie heißen die nochmal? Radieschen. Genau, hier haben wir ein bisschen Salat und das gleiche, was drüben nochmal drin ist, und das haben wir hier
Wie gesagt, auch nochmal, hier ist übrigens mein Gewächshaus. Das habe ich oben drauf gesetzt und jetzt habe ich keine Lust, das auseinander zu tüdeln. Jetzt filme ich da einfach mal rein. Ja, ich habe da solche Flaschen reingesteckt mit diesen Pflanzhilfen und da drin sind Chilis. Ja, aber die sind noch nicht groß. Deswegen lohnt es sich auch nicht, diese jetzt zu filmen. Da ist wie im Knast da drin. Ne? Gut. Auf jeden Fall werde ich euch das nochmal zeigen. Ja, hier ist unser Tombin Ambur. Da haben wir immer ziemlich eine gute Ernte eigentlich. Das reicht immer für zwei Mahlzeiten. Nur in diesem kleinen Topf. So, weiter geht's. Ihr seht, wir mögen Kartoffeln. Hier sind noch mehr Kartoffeln. Dann ist hier noch Kohlrabi, roter Kohlrabi. Da hinten haben wir dann noch, der fehlt mir irgendwie die Worte. Na, kommt doch selber drauf. Mensch, wie heißt das denn nochmal? Rhabarber. Da haben wir schon geerntet heute. Da hat meine Frau schon Marmelade eingekocht. Und ich kann euch sagen, oberlecker. So. Hier sind nochmal vier Komposte. Da lassen wir den Deckel offen, damit das schön feucht wird. Und diese Komposte, ja, die geben auch Erde ab. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die anderen, die sind ein bisschen besser. So, hier haben wir unsere Erdbeeren, wo auch noch, ich glaube, das sind Kartoffeln da hinten rauswachsen. Die fangen schon an zu blühen. Wir haben auch schon die ersten Fruchtansätze, wie hier zum Beispiel. Dann haben wir hier noch Fruchtansätze und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Erdbeeren, die sind richtig süß und lecker. Ganz ehrlich. So, hier haben wir noch irgendwelches Grünzeugs, also Grünzeug sage ich mal, das sind Blumen. Und hier haben wir auch nochmal, da hinten ist unsere Himbeere noch, aber ich gehe mal dicht daran. Ja, hier haben wir dann noch ein paar Gewürze. Da wo jetzt das Schild Schnittknobi drin ist, da habe ich Knoblauch aus dem Supermarkt mal eingepflanzt. Das heißt, es müsste ungefähr hier so in diesem Bereich sein. Und naja, mal gucken, ob der kommt. Jetzt muss ich lügen. Ich glaube, nee, das ist chinesischer. Also es gibt ja auch in China kältere Regionen. Ich hoffe, das ist da irgendwie halt dem Klima so entsprechend. Aber wahrscheinlich nicht. Hier haben wir unsere Erbsen, die hochwachsen. Da habe ich hier diese beiden Rankhilfen gebaut. Wie gesagt, die Anleitung dazu, wie man sowas macht, gibt es auf kleingarten-paradies.de. Guckt da einfach mal drauf, da findet ihr aktuelle Sachen. Und diese Seite wird immer ständig aktualisiert. Hier haben wir jetzt noch unsere alten Regenfässer, die da hinten steht. Also jetzt rechts ist noch ein Regenfass. Die sind im Winter kaputt gefroren. Da haben die Kinder damals gegengetreten. Zack, ist unten der Boden rausgebrochen. Haben wir gesagt, auf den Müll. Nein, die können noch mal gute 10 Jahre hier stehen oder 15 Jahre. Dann sind die optimal genutzt. Und hier haben wir noch mal Kartoffeln, weil wir die ja so lieben. Ja, was haben wir hier hinter? Hier hinter haben wir eigentlich noch eine ziemlich gute Pfefferminze. Damit haben wir uns früher, oder was heißt, damit machen wir uns mal einen schönen Tee. Und ja, das soll es eigentlich so im Großen und Ganzen gewesen sein. Hier war mal eine Erdmandel drin, aber die scheint wohl nicht mehr da zu sein. Und hier hinten, seht ihr, da ist die Ecke. Und da hinten rechts ist das Asiabeet. Ja, sind wir einmal rum. Hier ist, wie gesagt, unser Wasser. Hier ist noch eine Tonne zum Bepflanzen. Ja. Und das war der Gartenrundgang in Mai 2016. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.